Das Testspiel zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München in der O2 World sollte ein ganz besonderes werden. Wendell Alexis, die Ikone von Alba Berlin, war zu Gast und ihm wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Wendell, du bist mit im reifen Basketballalter von 32 Jahren, da denken manche schon ans Aufhören, bist du zu uns gekommen, 1996. Du hast dich sofort bewährt, ohne lange Anlaufphase, durch deine spielerische Klasse, durch deine Souveränität, deine Abgebrühtheit, deine Coolness, die dir ja auch dann den Spitznamen Iceman verliehen hat. Du hast mit den Jungs hier zusammen Großes für unseren Club geleistet. Und wer Großes leistet, das muss auch in besonderer Weise anerkannt werden. Die höchste Auszeichnung, die wir zu vergeben haben, ist, dass wir ein Trikot sozusagen, dein Trikot, aus dem Verkehr ziehen. Wir werden es jetzt unter das Dach hängen und wir werden die 12 nie wieder vergeben, damit wir dich hier bei Alba Berlin verewigen können. Kept in touch with me through the years, and I thank you for that, for staying in touch and being wonderful fans and continue to support not only myself but also the team. I want to thank the Alba organization, Dieter Howard, Marco Baldi, Peter Schleister, all the other people that are involved with the team, but also the coaching staff, Coach Pesic, who took a chance. He took a chance on a skinny guy from Brooklyn to bring him here, to let him play and give him a chance here in front of Alba. And from that first moment that we met, when I arrived after a 14-hour flight, and I wanted to sleep, and he said, no, Wendell, practice, practice. Welch tolles Foto, ich möchte auch eins davon haben. Da sind sie. Alexis spielte 6 Jahre für Alba Berlin, gewann 6 Meisterschaften, war 3-mal Pokalsieger und 2-mal Spieler des Jahres in der Bundesliga. Aktuelle Mannschaft Alba, Bayern München, das Spiel wird gerne wieder betreten, euch noch ein bisschen warm spielen. Und es geht ja weiter, es geht ja gleich weiter. Wir haben ein paar Minuten Kornspielzeit noch und dann beginnen wir mit dem Saison. Zahlreiche ehemalige Weggefährten kamen in die O2 World, um bei der Ehrung dabei zu sein. Unter ihnen Svetislav Pesic, sein ehemaliger Trainer. Henrik Rödel, Jörg Lüttke, Henning Harnisch und auch Marco Pesic.
ich glaube, das haben nur besondere Spieler verdient. Spieler, die auch andere Spieler besser gemacht haben, unter anderem. Und das sind auf jeden Fall Hendrik und Wendel und vielleicht noch Sascha. Was denkst du denn, wie wird die Saison für Alba verlaufen? Gib mal einen kleinen Tipp ab. Ich hoffe, sehr gut. Also, die haben einen guten Kader, die haben einen super Trainer, die haben eine hervorragende Organisation. Und wenn sie gesund bleiben, dann werden sie sicherlich viele Erfolge haben. Very big honor today. Very happy to be back in Berlin, back in front of the fans, and also this great honor of accepting the retirement of the jersey. How is it for you hanging on under the World Roof? First time here. It's a beautiful arena. A little jealous of the new team, and I hope to have the same success that we had in Max Mellenhall. What do you miss the most about Berlin? I miss the city. For me, it was like a second home. But most important, I miss the competition and also the playing. Which former players did you already meet here today? Hey, I got to see with speak with Jörn Lucke and Steven Arkbabu and Henrik Rolle. He came back from Trainingslager, so I'm very happy that they came here today to share this moment. Now, which tips would you give your Alba generation to score your record? I would tell them to never take anything for granted, to always work hard, and try their best to be successful as they can. Do you have particular aims for the future? Me, I will always stay close to basketball in some way, either by playing or coaching. And I just want to give back to the game and to the people that help me.